So, liebe Freunde damit, herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 13 unserer Karriere hier mit dem VfL Wolfsburg. Ich habe im Hintergrund jetzt mal offscreen ein paar Transfers noch angeleiert für die erste und zweite Mannschaft. Hab geguckt erstmal nach ablösefreien Spielern für die zweite Mannschaft. Ihr seht hier Lee, das Talent von Barcelona, Suso, Ex-Liverpool-Spieler, wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl, Pizzi kennt man auch so ein bisschen, der hat mal bei, genau, Atletico gespielt, eine Nummer kleiner als die anderen, aber nicht ganz so, ne? Und Engels hier, den kennt man auf jeden Fall, wenn man den Fußballmanager ein bisschen zockt, der geht normalerweise mindestens an die 70, deswegen habe ich mir ihn einfach mal für die zweite Mannschaft geholt. Zudem für die zweite Mannschaft Tikvic kommt auch ablösefrei. Yannick Gerhardt ist für die erste Mannschaft als Sechser gedacht, Suarez als Spielmacher. Dafür habe ich den Sim de Jong wieder von der Liste genommen. Mastur für die zweite Mannschaft und ja, das war's. Ne? Götze hat man ja schon und Röker hat man auch schon, aber das ist ja wohl gescheitert oder wie sieht das hier aus? Ist der schon wieder gescheitert, der Röker? Das gibt's ja gar nicht. Sagen wir mal, für Röker können wir 10,5 für den Anfang. Damit wir den jetzt auch mal haben, bevor ich den wieder vergesse. Und wir machen weiter. Denn das Rückspiel in der Europa League Quali steht an. Ich habe die Mannschaft schon so gut es geht aufgestellt. Die wirklich formschwachen habe ich rausgelassen. Dadurch sieht die Aufstellung teilweise ein bisschen seltsam aus. Jetzt verlässt mich meine Stimme oder was? Aber es geht halt nicht anders. So, Götze. Können wir den für 30 Millionen kriegen? Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, nochmal runtergegangen zu sein. So, du wirst einige Male spielen. Müsste eigentlich passen. Gehalt würde ich gern etwas drücken. So. Meine Stimme will weg. Das gibt's doch nicht. Was ist das denn? Warum, wieso und weshalb und wieso immer ich? So. Hier können wir auch ein bisschen hoch. Müssen wir doch mit dem Gehalt noch um eine halbe Million Euro nach oben. So, Jungs, hier müssen wir aber reichen. Am Emre Can kommst du so noch nicht vorbei. Ich mache aus dir natürlich wieder einen Nationalspieler. Ich bleibe erstmal bei den 2 Millionen, die wir hier schon haben. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Sieht nicht sonderlich weit aus. Da müssen wir ihm ein bisschen mehr Geld geben. So, 5, 2,5, 3. Probieren wir mal mit 3. So, Tikvic ist ja eher für die zweite Mannschaft gedacht, das sagen wir ihm direkt auch. Wird dadurch natürlich ein bisschen teurer, aber das sollte man hinkriegen. Selbst wenn es 500.000 wären, das ist noch akzeptabel. So, 10. Hier machen wir 15. So, 500.000, dann haben wir hier vielleicht das hier und dann passt das. Das nehme ich jetzt einfach mal an. So, das geht auch nochmal nach unten. Oh, bitte nicht abstürzen. Bastos kommt in der Mannschaft gut klar. Baumann ebenso. Boateng kommt auch in der Mannschaft gut zurecht und das war's für die erste Mannschaft und für die zweite auch. Jugend passiert auch nicht so viel. Ja, alle mit Verletzungspech. Da machst du nix, ne? Unsere medizinische Abteilung ist halt beschissen. Das Liga-Auswärtsspiel beim Meister FC Bayern München steht an. So, Pizzo ist da. Kikwitsch ist da, Gerhard ist da, Suarez ist da. Gibt uns noch ein paar Alternativen. Suso ist definitiv einer für die zweite Mannschaft.
Also, if you really wanna know me. So, Freunde, das haben wir. Suso, tut mir leid, aber du bist erstmal Spieler für die zweite Mannschaft. Das reicht hinten und vorne noch nicht. Aber ich schieb dich gleich erst in die zweite Mannschaft. So, Engels ist schon in der zweiten Mannschaft. Könnte sein, dass ich da vielleicht noch ein paar hochhole, um die formschwachen Spieler doch noch abzuwiegeln. Schauen wir mal. So. Suarez ist da. Kann die Sprache schon, hat er jetzt ein paar Jahre bei RB Leipzig gespielt. Da ist das kein Problem. No me. Everything. Did it. So, Gerhard braucht die Sprache auch nicht lernen. Ich glaube, der kann Deutsch. Das kann weg. Gerhard lernt auch mal den linken und rechten Mittelfeldspieler, auch wenn er bei uns auf der 6 vorwiegend spielen soll. Kann nicht schaden, wenn er das auch kann. Eine Alternative mehr ist ja immer schön. So, 72 bleibt bestehen. Tikvic ist auch da, wunderschön. So und so und so. Der hat sich gut entwickelt bei RB Leipzig. So. To know me. So, Pizzi noch und dann haben wir es doch geschafft. Stimmt, der kann ja die Sprache schon. Rechter Mittelfeldspieler, linker. Fangen wir erstmal mit dem linken an, weil sein linker Fuß deutlich stärker ist. Torriecher, Kopfballpräzision und die Balance. Scheint auch mehr so der Stürmertyp zu sein. Lee steht auch unter Vertrag, wie gesagt, für die zweite Mannschaft. Da müssen wir gucken, ob wir vielleicht verleihen. Aber von ihm erwarte ich mir dann auch mega viel, ein Riesentalent. So, 65, hier ist noch ein 60er Wert. Hier ist ein 60er Wert. 58, 57. Haben wir noch viel Arbeit vor uns mit dem Kerl, aber ich bin guter Dinge, dass wir das hinkriegen. Zur Not verleihen wir ihn halt. Erstmal. Das ist ja alles kein Thema, ne? Weil Stamm spielen wird er in der ersten Saison auch in der zweiten nicht. So. Das Hammer. Götze gescheitert. Fuck. Muss ich später nochmal anfragen. Hole ich mir mal direkt auf den Schirm, damit ich das nicht vergesse. Götze. Blickfeld nehmen. Muss doch möglich sein, den zu bekommen. Wobei, der Transfermarkt schließt bald. Ich glaube nicht, dass wir den nochmal bekommen. Scheiße. Gut, dass ich offscreen die ganzen Transfers gemacht habe, angeleiert habe. Sonst hätte man nämlich jetzt ein Riesenproblem. Haben wir uns ein bisschen sehr auf Götze verlassen. Und wir haben jetzt noch hier 2 Tage Zeit. Ja, cool, die sind auch alle gesperrt. Das gibt's doch nicht. Ja, wenn die auch gesperrt sind, dann kann ich den Pizzi und so direkt runtergeben. Dann macht das jetzt keinen Sinn. Tikvic bleibt aber noch. Da haben wir hier wenigstens eine Alternative mehr, die wir einsetzen können. So, dann müssen wir mal gucken, wen wir von der zweiten eventuell noch hochholen. Victor Andrade wäre zum Beispiel für den Sturm ganz interessant. In die erste Mannschaft verschieben für eine Woche. Putaro für die Flügel. In die erste Mannschaft verschieben für eine Woche. Auf der 6 nehmen wir Thielemans nochmal mit für eine Woche. Der kennt ja schon das Getue. Und hier
der gute Eric Dyer für die Innenverteidigung. So. Dann haben wir das. Wollte gerade sagen, hier wäre schon wieder einer nicht spielberechtigt, das wäre ein Skandal gewesen. So, obwohl im Sturm haben wir eigentlich mit Ibrahimovic und so. Da sind wir eigentlich gut versorgt, naja, egal. Thielemans für die 6. Eric Dyer als Innenverteidiger und Potaro hatte ich für die Flügel, ne? Aber da haben wir gerade schon volle Versorgung. Dann nehme ich die beiden hier auch noch mal raus. Habe aber dafür keinen Ersatz. Das ist ein bisschen ungünstig. Kriegen wir De Bruyne noch raus. Freunde hierhin, dorthin und so. Jetzt haben wir alle Formschwachen draußen. Wir führen 2-0, das müsste eigentlich hinhauen. So, machen wir nochmal weiter. Vielleicht passiert bis dahin noch was. Schauen wir mal. Part ist ja jetzt schon sehr, sehr lange. Aber das Spiel will ich auf jeden Fall noch mit rausnehmen, reinnehmen. So, Transfers haben wir noch 2 Stück offen. Gucken wir mal, ob da noch was passiert. Timo Röker, 10 Millionen. Vielleicht kriegen wir es jetzt hier hin. So, ich glaube, wir verleihen den Lee am besten auch mal, wenn Mastur auch noch kommt. Dann hat er da so und so keine Chance zu spielen. An der Form hat sich nichts geändert. Die sind auch nicht am frischesten hier, die Spiele. Er hat nämlich von der Stärke hinten und vorne noch keine Chance. So, dann gucken wir mal, wohin wir ihn denn verleihen können. Regionalliga Bayern will keiner. Südwest auch nicht. West auch nicht. Nordost nicht. Nord nicht. Oder er will selber nicht. Ich weiß es nicht. Dritte Liga zu Jena, unserem Ex-Verein. Oh, nicht interessiert. Der Verein ist an dem Spieler nicht interessiert. Das ist aber jetzt scheiße. Dann nehmen wir halt Buchbach als Aufsteiger. Nicht interessiert. Weil er zu schlecht ist oder was? Ist das euer Ernst? Geht da halt zu Rot-Weiß Erfurt. So. Ansonsten passt ja von der Stärke her alles. Ne? Hier dürfte keiner so große Probleme haben. Suso eventuell noch verleihen. Sind Investitionen für die Zukunft. Da kriegen wir sogar in die Regionalliga verliehen. Dann geht's immer zu Burghausen. Oder Ulm hat mehr Tradition. Ne? Nehmen sich nicht viel. Kann Burghausen den Gehalt... Können sie nicht. Dann geben wir euch ein bisschen vom Gehalt ab. Wird bestimmt auch noch zu viel sein. Und bei Sandhausen sprengt er auch das Gehaltsbudget. 25% vielleicht. Okay, passt. So, 60. Akiola, den wollte ich ja eh verkaufen. Björn Engels, der wird bestimmt ein paar Mal spielen. Da passt der Rest. Rickard geht nicht weg. Könnt ihr vergessen. Ich gebe meinen besten Torwart nicht her aus der zweiten. Lebensmüde bin ich nicht. Und jetzt geht's erstmal ins Spiel rein. Aufstellung ist klar. Sieht auch soweit solide aus. Und ab geht's. Ihr werdet jeden Zentimeter umgraben. Wir haben eine 2-0 Führung aus dem Hinspiel. Das müsste eigentlich hinhauen. Bastos macht auch das 1-0 im Rückspiel. Luis Suarez erhöht auf 2-0. Damit dürfte die Sache doch gegessen sein. Wir gehen mal hier komplett runter, um Kraft zu sparen für den Bundesliga-Auftakt gegen die Bayern in 2 Tagen. Das wird nicht einfacher. So, nochmal ein bisschen Selbstvertrauen tanken. Tack, tack. Nach dem DFB-Pokal ausscheiden ist das bitter nötig. So.
Heuming-Son kommt mal raus, dafür kommt Sterling rein. Draxler darf auch ein Päuschen machen, dafür schickt man Ibra nochmal rein. Und letzter Wechsel ist Eric Dyer, kommt mal für Piquet, dann hat er auch sein Debüt wieder gemacht diese Saison hier, international. Dann passt das. So, 2-0 und 2-0, das sieht gut aus, 3-0 sogar im Rückspiel, 4-0 Perisic, Vorlage Sterling da unten, Vorlage Ibrahimovic, das passt doch. Einwechselspieler haben gute Noten, sieht gut aus. Haben wir gepackt. Wir sind in der Europa League dabei. Unsere Gegner in der Schnellauslosung sind Ajax Amsterdam, Dynamo Kiew und Ried. Dafür, dass wir in Lostopf 1 waren, ist das eine ganz schön krasse Gruppe, muss ich sagen. Also die beiden sind schon mal heavy Gegner. Da gibt es aber einfachere Gruppen, Mädels. Naja, man kann es nicht ändern. Wir können uns auch in der Gruppe beweisen und durchsetzen, hoffe ich. So, du darfst gern verliehen werden. So, gucken wir mal, wo wir stärkemäßig stehen auf Platz 4. Wäre ich mit Platz 4 zufrieden? In die Champions League würde ich schon ganz gerne kommen. Das Bayern Stadion hat mittlerweile 100.000 Plätze. Krass. Bei Röker bleiben wir bei 10 Millionen. Hier bleibe ich bei 1,5. Das erhöhe ich jetzt nicht. Da könnte mich mal. So, und das gegen die Bayern wird ein Live-Spiel. Das machen wir in der nächsten Folge. Das ist nicht mehr diese Folge. Und wie gesagt, offscreen mache ich jetzt das Ganze einstellen hier und dann nehme ich euch zum nächsten Part dann zum Bayern-Spiel wieder mit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hatte, Daumen nach oben. Wenn ihr Transferwünsche habt, die ich dann leider erst im Winter umsetzen kann, dann schreibt es jetzt schon in die Kommentare. Je früher, desto besser. Gilt immer und immer wieder. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr wie gesagt Daumen nach oben gebt, ein Abo dalasst, falls ihr es noch nicht getan habt, um keins meiner Videos zu verpassen. Teilt das Video mit euren Freunden auf Facebook, auf Twitter und schaut auch mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort viele wichtige Links zu meiner Facebook-, Twitter- und Homepage-Seite. Zudem auch zu meinem Games-Kanal HeelFuckTheGames. Einfach mal dort auch vorbeischauen für viele weitere Spiele hier auf YouTube von mir. Und ich sage danke und bis zum nächsten Part. Ciao, ciao, euer HeelFuckTheGames.